Moin Moin und willkommen zurück zu einer weiteren Folge God of War Ragnarök, hier in Vanaheim stehen geblieben mit Atreus auf der Suche nach Freya und ihrem Bruder. Bin gespannt, wie das hier ausgehen wird. Ich habe es ja schon das allererste Mal gesagt, als wir den Halunken getroffen haben, ey, irgendwie vertraue ich dem Ganzen hier in Vanaheim nicht. Ja, wer weiß, was uns jetzt gleich noch widerfahren wird, wer uns hier hintergehen wird, gegen wen wir kämpfen werden. Wir müssen Scott und Hattie, glaube ich, auch finden, die beiden Wölfe, die hier irgendwie für Mond und Sonnenlicht irgendwie zuständig sind, oder? Ist das so? Ich weiß es nicht. Bevor das Video jetzt losgeht, erstmal absolut genial, dass du da bist. Vielen, vielen Dank, dass du da bist. Vielen, vielen Dank für den geilen Support von dir auf die ganzen letzten Videos. Mega nice. Dankeschön, dass ihr da seid, dass ihr mich supportet. Wir haben die 110 Abonnenten geknackt. Kleiner Meilenstein für mich. Bin echt mega happy. Ja, bevor es jetzt richtig losgeht, wie gesagt, würde ich mich freuen, wenn du dir kurz Zeit nimmst für einen Daumen nach oben, für ein kostenloses Abo, würde es mich extrem krass mit supporten. Aktiviere die Glocke, dann verpasst du auch kein weiteres Video von mir zu God of War Ragnarök. Ich habe mir gestern noch Kalisto Protokoll gekauft, aber keine Sorge, wir ziehen erstmal mit hier God of War durch, bevor es dann auch richtig mit Kalisto Protokoll losgeht und dann die Gruselei losgeht. Ja, Video geht jetzt los, viel Spaß, let's go. So, ich hoffe auch auf jeden Fall, dass man das irgendwie jetzt in den letzten Videos gemerkt hat. Also ich habe echt versucht, das irgendwie noch irgendwie hinzukriegen mit den Tonspuren. So habt ihr in die Kommentare geschrieben, ne, dass man vielleicht mal irgendwie die Stimmengeräusche der Charaktere auch noch so ein bisschen lauter machen kann. Ich hoffe, das hat in den letzten Videos schon ein bisschen funktioniert. Hab aber jetzt auch nochmal in den Einstellungen die Stimmenverstärkungs-Dingsbums-Gedöns aktiviert und sollte jetzt, glaube ich, dann nochmal ein Ticken besser sein. Hoffe, das passt so. Lasst mich gerne wissen in den Kommentaren, damit ich weiß, ob ich noch weiter werkeln muss oder ob alles passt, Mann. Ja. Alright. Ah, hier ist ein Rabe. Hier ist ein Rabe. Und mit dem nächsten... Ne, hier ist doch kein Rabe. Aber mit dem nächsten Rahmen müssen wir, glaube ich, die nächste Kiste haben. Ich glaube, sie schlafen. Tja, da haben wir es. Die legendären Himmelswölfe. Äußerst unterhaltsam, wie versprochen. Wisst ihr noch ihr Schreien? Sie waren erst wieder am Himmel, nachdem der Mond zurückkam. Und dann jagten sie einen Pfeil über den Himmel. Ja, na dann. Am besten suchen wir den Mond und bringen ihn an seinen Platz zurück, hm? Klingt doch wie die normalste Sache der Welt. Ja, die Wölfe hier in diesem Game sind so geil gemacht, man. Guckt euch das an, diese riesen, krassen, geilen Würfe, man. Muss ich immer irgendwie an Game of Thrones denken, diese Schattenwürfe, man. Absolut fantastisch. Absolut fantastisch. Und diese Aussicht ist auch gigantisch, man. Hey. Vanaheim. Vanaheim finde ich irgendwie am geilsten bis jetzt. Ja. Welche Umgebung, welche Welt, ne, muss man eigentlich schon sagen, findet ihr am besten in God of War Ragnarok? Schreibt es mal in die Kommentare rein. Sie haben den Mond in eine Kiste gesperrt, wenn ich mich recht erinnere. Aber kein Hinweis, wo die Kiste ist? Das ist der Haken, wenn man eine Prophezeiung als Karte Die haben den Mond weggesperrt, Details oder was? Sind recht spärlich. Im Dorf in der Nähe gibt es ein Kriegslager. Eine starke Festung, um die Beute zu schützen. Versuchen wir es dort. Also sind das doch irgendwie die Wächter hier von Sonne, Mond und Stern, oder was? Weiß das jemand von euch? Schreibt es auch gerne in die Kommentare. So, hier kommt auf jeden Fall irgendwas. Wer außer Hildi Svini und den Alben gehört noch zu Freyas Armee? Armee kann man es kaum nennen. Aber Pyrgir, was soll das? Pyrgir. Schritt 1, den Weg des Springers. Alter, gepennt, Mann. Komplett gepennt, ey. Umgehen. Ein Springer, der uns nicht töten will. Nicht schlecht. Okay. Den Affen kann ich nicht killen. Okay. Gut. Das kennen wir doch schon. Das kennen wir doch schon hier. Den Quatsch. Quatsch. Ich bin echt, ey. Mein Gott, gespannt, wie lang es noch gehen wird hier in der Story. Ah, da vorne ist jemand. Wollt ihr Streit? Ihr wollt Streit. Come on. Ja, euren kleinen Wall reise ich einfach direkt ein, weil ich es kann. Oh, 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 was ist das denn? Peitsche? Volka! Ah, es ist göttlich. Göttlich. So, wo ist der nächste? Schuft. Ah, guck mal hier, die Pflanze, die Giftpflanze wird zu einem Gegner. Ich wurde gebiefröstet, yo. Alles klar, kein Problem. Freunde, wir wurden gebiefröstet. Was machen wir jetzt? Was passiert, wenn ich den hier in dieses Gift reinhaue? Yo, nice Stein, Atreus. So, die Heilung hole ich mir auf jeden Fall mit. Zack.
Ach ja, es wird immer geiler. Es wird immer geiler. Wie gesagt, ich bin auch noch so ein bisschen hin und her gerissen, ob wir die Rüstung weiterspielen oder ob ich wirklich bei der Steinbürenrüstung bleibe. Weil die sieht schon brachialer aus als das hier, aber das hier ist irgendwie stärker. Ja, ich weiß es nicht. Ich weiß nicht. Ich glaube, die ganzen Rüstungen werden eh alle erst irgendwie am Ende richtig besser werden, wenn man die Asgarder Barren und die nächsten Upgrade-Mats dann eben gefunden hat, um das nochmal zu verstärken irgendwie. Ja. Aber 200 Stärke jetzt haben oder 164 Stärke haben, ist die 200 Stärke dann, glaube ich, doch besser, oder? Und so schlecht sieht es auch gar nicht aus. Ich mag dieses Schulterding irgendwie. Mahlzeit! Hast du das gesehen? Wann können die das? Ein neuer Feind. Okay. Genau. Nach 25 Stunden gibt es anscheinend noch neue Gegnertypen. Nice. Treffend. Üppig. Üppig. Die Warnen erwürdigen die Üppigkeit ihrer Welt. Es aufzuschreiben ist allerdings überflüssig. Die Schönheit Warnheims spricht für sich selbst. Ja, das, was ich gerade eben gesagt habe, oder? Es ist einfach schön hier. So, waren wir hier schon mal. Da ist sie wieder. Sie wissen, dass wir kommen. Ja. Seltsam, dass niemand hier ist. Verstecken sich. Die Warnen sind nicht alle gestählte Krieger wie unsere Freyer. Die Überlebenden des Krieges ziehen es vor, sich im Urwald zu verstecken mit der Natur als Schutzschild. So. Hier ist es, glaube ich, am stärksten zu hören. Der Rabe ist auf jeden Fall irgendwo hier. Fuck, Mann, ich will den auf jeden Fall nicht verpassen. Also ich habe ja diesen gigantischen Frost-Nova-Zauber bekommen von der einen Kiste durch die Raben. Wir haben noch zwei Kisten übrig, ne? Das nächste könnte auch eine heftige Rune werden. Für den Speer dann eben, weil da haben wir noch keine schwere Rune. Oder für die Chaos-Klinge, ne? Deswegen, ey, die Raben sind so kostbar. Wo bist du? Oh, der ist gut versteckt. Der ist gut versteckt. Wie gesagt, Freunde, ey, wir müssen das leider hier machen jetzt. Wir müssen den Raben finden. Liegt der hier irgendwo? Sitzt der hier irgendwo im Baum? Hier ist es irgendwie am krassesten, oder? Da. Irgendwo noch da. Irgendwo noch da. Oh, ganz laut, ganz laut. Der fliegt irgendwie hier drüber, oder? Fuck. Wo ist die? Ich kann auch nicht mehr darüber. Oder? Nee. Ich kann nicht mehr darüber schwingen. Scheiße, Mann. Ah. Sehe ich den von hier? Aha. Ganz. Oh, das war ziemlich laut. Mein Gott, ey, wo ist der Rabe? Da vorne kann ich auf jeden Fall reingehen. Boah, die gerade hier hochgespringen. Da. Irgendwo hier. Der sitzt hier in den Baumkronen irgendwo. Mann. Ich brauche den wirklich. Ich brauche den für die Runen. Für die Truhen, würde ich sagen. Aber in der Hoffnung, dass da natürlich Runen drin sind. So ist es richtig. Okay, da ist es, wenn man hier hinschaut, irgendwie am lautesten. Mein Gott, wo bist du? Okay, Freunde, ich bin jetzt mal hier runter. Ich finde den immer noch nicht. Also es wird immer lauter. Ich habe da hinten mal so einen Speer drauf geworfen. Hab mal da schon mal das Seil, hab da gerade auch einen Speer reingefetzt. Man hört den Vogel hier. Aber ich finde, ich habe jetzt, keine Ahnung, mal 3 Minuten. Ich habe hier rumgeschaut. Ich sehe absolut gar nichts. Zuerst dachte ich irgendwie hier das hier. Aber das ist einfach nur so ein erlichtetes Blatt. Ja. Kein Plan. Kein Plan, wo der scheiß Vogel sein soll, Mann. Ärgert mich tatsächlich sehr. Ich sehe auch nichts fliegen, wirklich. Ich sehe nichts fliegen. Vielleicht müssen wir auch weiter voranschreiten, um den Vogel irgendwie zu sehen. Sind die alle hin? Aber hier ist das Geräusch auch tatsächlich weg. Oh Mann, scheiße, ey. Ich will den Vogelarm, ey. Guck mal hier. Hör mal. Kann man so blind sein wie ich? Und das nicht hören? Nicht sehen? Ich check's absolut nicht, ey. Komm, wir ziehen weiter. Wir gehen rechts rum. Hier waren wir doch mit Freya schon.
Ja. Ah, hier waren wir doch schon mit Freya. Vielleicht können wir jetzt da unten was interagieren, weil das war beim ersten von Besuch hier, hier nicht am Leuchten. Holy shit, ey. Wie Atreus mir einfach direkt sagt, was ich sagen soll. Ach, guck mal, den Beefröst, ich wurde gebeefröstet, Schaden. Den kriegt man also nicht, wenn man in der Animation feststeckt, okay. Junge, das war der heftigste Konter aller Zeiten. Hopp, okay. Was stimmt auf einmal mit denen nicht, dass sie sich supporten? Ey, entfesselt die Raben, komm. Der lebt noch, okay. Let's go. Oh, ich liebe diesen Move. Ich liebe diesen Move, Freunde. Ab nach oben. Volker. Der Angriff ist der Wahnsinn. Und genau wegen so einem Runenangriff will ich die Raben finden. Ich hoffe einfach, dass die letzte Kiste ein Runenangriff in der Form für die Chaosklinge ist und für den Speer. Dann kann uns im Spiel nichts und niemand mehr aufhalten. Ciao, Kakao, Junge. Oh Gott, ich liebe dieses Gameplay mit der Axt. Warum sind hier so viele von denen? Ey, ich bin gleich tot, Mann. Volker, komm, Volker. Nice, nice, nice. 400 EP. Na, ich glaube nicht, dass es ein Loch in Odins Armee ist. Wollte schon sagen, Atreus hat die Soldaten doch live und in Farbe gesehen, ne? So. Die Heilungssteine sind auch nicht mehr das, was sie mal waren. Gibt immer weniger. So. Sehen wir diesen Kackvogel jetzt irgendwie von hier? Nee, ne? Das ärgert mich eben noch. Schreibt bitte in die Kommentare, falls ihr diesen Vogel gefunden habt. Wo ist der? Ich brauche den. Ich brauche den. Das wird sonst der 48. Vogel sein, den ich auch wieder nicht finden werde. Kann ich hier irgendwas durchsehen? Nee, ne? Okay. Ja, versuchen wir mal da unten das Ding irgendwie zu erleuchten. Schieß mal drauf. Okay. Meter. Oh, oh, auch hier hört man den. Hier hört man auch was. Hier hört man es ganz leicht, dieses glitzernde Geräusch, dieses Vogelgeräusch eben. Boah, der sitzt irgendwo hier oben drin. Hundertprozentig, oder? Wird lauter. Es wird lauter. Ich habe ihn gefunden. Ich habe ihn gefunden. Da vorne sitzt er. Junge. Faisal, ich hab dich gefunden, Mann. So muss es sein. Aber scheiße, Mann. Mimi sagt nichts von irgendwie, wir müssen zurück zu der Nicht vielleicht zu der Kiste oder so. Ja, okay, komm, geh mal runter. Geh mal runter, ey. Jetzt bin ich happy. Jetzt bin ich happy. Jetzt kann's gut weitergehen. Platz zu bringen? Na gut, ja. Das klingt wirklich seltsam. Hm. Aber auch. Hey! Ah, fuck, hey, fuck. Los! Okay, das geht nicht auf Zeit, Atreus. Das geht nicht auf Zeit. Ein Herr, die verfolgen. Naja. Aber. Ah, jetzt die Musik. Die Musik, scheiße mal, das übertönt jetzt den Raben. Mit. Volker!
Junge. Einfach mal den Bifrost-Schaden abgewendet. Okay. Das ist wieder, sieht aus wie so eine Trommel, wo wir Moby Dick geholt haben das allererste Mal, ne? Ich kenne die Region aber. Hier waren wir schon. Aber trotzdem gerade erstmal Ausschau halten. Die Musik müsste aufhören. Aber warum kann ich hier hin? Warum kann ich hier stehen und hier gucken? Das muss einen Sinn haben. Okay, das ist dann der Weg auch tatsächlich. Wo ist denn Atreus? Ich hab Atreus aus den Augen verloren. Hey, Atreus! Junge! Junge! Ach, da vorne. Ah, okay. Ah, guck mal, ey. Direkt richtig eben von da hinten dran geworfen, ey. Crazy, man. Crazy, Maisie. Und von hier hätte man auch den Raben gefunden und gesehen. Fuck. Okay, alles klar. Alles klar, verstehe. Verstehe schon. Da. Kann ich irgendwie hier rüber? Bist du ein Boss? Bist du ein Boss? Oh, das aktiviere ich auf jeden Fall jetzt. Danke, Mimi. Danke. Okay. Moll, war halb so wild, Atreus. Oh, den schicken wir erstmal ins ewige Wasser. Ah, auch geile Kombo, die Gegner einfach in der Luft hochzuhalten. Aller guten Dinge sind drei. Ja, sie sind nicht schlau. Wie gesagt, ja, Videospiel und so, ne? Okay. Er gibt für mich immer noch nicht so richtig Sinn, dass man mit dem Speer irgendwie da Löcher in die Wand schmeißen kann. Genau das gleiche könnte die Axt eigentlich auch tun. Axt da reinfetzen und den Stein kaputt machen. All das? Es läuft fast genauso ab, wie wir es in Sköll und Hattis Schrein sahen. Die Wölfe sind zurück in Vanaheim. Wir retten den Mond. Ja, ich erinnere mich an die Prophezeiung. Und beunruhigt dich das nicht, wenn alles, was wir jetzt tun, im Götterschrein passiert ist? Denk an unsere Abmachung. Die Prophezeiung bestimmt nicht unsere Taten. Ja. Okay, wir müssen anscheinend nach da oben, oder? Hilfe. Darauf konzentrieren wir uns. Ja, sag das doch, Spiel, sag das doch. Das wird der andere Weg, das war der mit Freya eher in den letzten Folgen, oder? Wo wir hier in Vanaheim waren. Schaut euch die Folgen auf jeden Fall an. Geile Folgen, wo Freya und Kratos sich hier in Vanaheim näher gekommen sind. Ziemlich cool. Viel gelernt über die Story von Freya. Und Freya über die Story von Kratos. Was ist das? Ein Vivan. Ein Vivan? Jo, ey. Ein Riesengockel. Wir sind echt so ein bisschen hier auch Monster, Alter, ne? Kommt mir alles. Die sehen alle so geil aus, die Monster, ey. Okay, der macht Elektro. Holy shit, wo kommt der denn her? Alter. Oh, yo, einfach Genick gebrochen. Läuft. Kratos. Okay, versteh schon. Ach, komm, ich mach einfach so. Was willst du, hä? Okay, macht anscheinend nicht so viel, hat er sich so viel Schaden gemacht, aber... Volka. Entfessel die Raben. Ah, einfach die coolste Zerstörung ever. Ein Herr, ja, Bändiger. Es ist Aang. Der, Bifrost-Bändiger. Okay. Easy. Ach, hier haben wir auch das erste Mal gegen diese komischen Löwenwesen gekämpft, ne? Sie ist kalt, ist sie. Sie ist aus Helheim. Heimdall muss sie geschnappt haben, als ich Garm befreite. Apropos Heimdall. Nicht. Und jetzt kämpfst du, um den Schaden gut zu machen. Schuldgefühle helfen nicht. So Sköll und Hatti zurückkehren. Ja. Nein, du hast recht. Hierdurch können wir zurück zum Bau. Sie werden uns folgen. Passt gut auf. Okay, wir brauchen das, damit die uns folgen, okay?
Alright, alright, alright. Warum bist du so sicher, dass wir überhaupt eine Wahl haben, was wir tun? Zweifel können wir uns nicht leisten. Er hat was von Zweifeln gesagt. Bisher haben wir alles getan, was die Riesen gesagt haben. Wir treffen eigene Entscheidungen. Nichts zwingt uns. Das ist halt die Frage, ne? Treffen, denken die, treffen eigene Entscheidungen oder ist es doch alles nur die Prophezeiung? Ich muss später nochmal kurz auf die Steinbirnenrüstung wechseln. Die sind hier Stufe 5. Guck mal, wie schnell der drauf geht. Guck mal, wie schnell der Stufe 5 Gegner drauf geht. Das Geile an der Steinbirnenrüstung ist eben dieser Buff, ne? Mit dem Gesundheitszug gewinnen. Und die Optik eben, Freunde. Und ihr wisst, God of Fechten oder Fechengott, ne? Ist hier auch wieder am Stillmittel. Gibt es einen geileren Sound als diesen Sound, wenn man perfekt mit dem Schild blockt? Das ist so ein geiler Sound. Lasst mich auch gerne mal in den Kommentaren schon wissen, wer von euch aktuell schon The Callisto-Protokoll zockt. Würde mich echt mal brennend interessieren. Ich bin echt gespannt auf dieses Spiel. Wie gesagt, ist ja so ein bisschen Dead Space-mäßig, ne? Denk an unsere Abmachung. Ist ein bisschen Dead Space-mäßig und in einfach neuer Grafik, neuer Umgebung. Und Dead Space hat damals eigentlich auch schon ziemlich Laune gemacht und war echt teilweise gruselig. Für mich persönlich auf jeden Fall, wie gesagt, so ein bisschen kleiner Schiss, was Horror Games angeht. Ja, okay, bevor wir jetzt Sköll und Hatir treffen, würde ich sagen, beenden wir die Folge einmal hier. In der nächsten Folge machen wir dann hier unten schnell weiter. Wir werden jetzt erstmal die nächsten Folgen ein bisschen doch weiter Hauptstory machen, weil ich echt einfach Bock habe, diese Story weiter zu zocken. Ich will wissen, wie es da weitergeht. Dankeschön, dass du da warst. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich wünsche dir noch einen super geilen Tag. Mach was Schönes draus. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Dankeschön fürs Einschalten. Wenn du dir jetzt noch 2 Sekunden Zeit nimmst, irgendwo hier auf dem Bild, wirst du jetzt mein Profilbild sehen. Würde mich freuen, wenn du ein kostenloses Abo da lässt, ein Däumchen nach oben da lässt. Aktiviere die Glocke, verpasst du kein weiteres Video von mir. Zu God of War Ragnarök, Callisto Protokoll, Hogwarts Legacy, Assassin's Creed Mirage, alle Games, die eben noch so kommen werden, werden hier auf dem Kanal gezockt. Dankeschön, ciao mit V.